Jo Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Heute Thema HU vorab check. Wow, an den Bock, wir müssen gerade auf den Kunden warten und so lange versucht Marian hier so ein bisschen den schnellen Eduard zu bezwingen. Wie läuft's? Ja, eine Runde Nordschleife geht immer, wenn mal Luft ist. Muss ja auch im Training bleiben, sag ich immer. Oh Scheiße. Ja, jetzt ist eh vorbei. Also, wir kümmern uns direkt ums Auto. Bis gleich, Intro ab. Da ist die Mühle auch schon. Wer hätte das gedacht? Guckt euch das Ding an, Mercedes CLK, was direkt auffällt. Scheinwerferblende. Heute nämlich Thema HU-Voruntersuchung. Bist du das? Was denn? Irgendwie riecht hier was, als ob Hauptuntersuchung überfällig ist. Oh mein Gott! Als ob ich das Auto schon vorher gesehen hätte. Alter, guckt euch das an. 8 Monate. Wir sind jetzt hier bei 9 September. 8 Monate überfällig. Ich persönlich mache eigentlich immer pünktlich TÜV. Ohne Scheiß jetzt. Besser Mann. Aber wir haben mal von so einer alten Dame ein Auto abgeholt. Die hat einen Unfall gebaut. Und das war so eine Dame, die fährt halt immer nur zum Aldi. Kauft ein und in 2 Wochen fährt es dann wieder zum Aldi. Und das war's. Und wie lange war überfällig? Ja. 1,5 Jahre. Nein. Aber einfach nur, weil sie halt, die hat einfach nicht drauf geachtet. Also die hat das ja nicht extra gemacht. Die hat einfach nicht drauf, die wusste es nicht. Leute, immer darauf achten, dass ihr eure HU rechtzeitig macht, dass die Plakette erneuert wird. Weil erstmal gibt es Ärger. Also bei dem 180 Euro Punkt aus inoffiziellen Quellen. Also ist schon bitter. Wenn ihr mit so einem Auto einen Unfall baut, dann verfällt der Versicherungsschutz. Ja. Der Hauptuntersuchungstermin wird auch immer teurer mittlerweile. Also wenn man länger überfällig ist, muss man mehr bezahlen. Normalerweise wird man dann angeschrieben, wenn es halt soweit ist, einen Monat vorher oder so, wann die Hauptuntersuchung fertig ist. Ja, so ein Service gibt es bei uns auch im KTS-Tester. So, ich würde sagen, wenn wir schon mal hinten stehen, wollen wir Licht durchschalten? Okay. Licht. Ja. Bremse. Ja, Bremse geht. Rückwärts. Ja, geht auch. Was haben wir noch? Blinker. Geht auch. Geht auch. Nebelschluss. Geht auch. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, Kennzeichenleuchte sind ziemlich dunkel. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich die ja auch einfach mal sporadisch mitmachen. So, machen wir vorne direkt weiter mit dem Licht. Genau, ganz interessant, wenn der Kollege nach vorne geht und gerade nach dem Licht schaut. Du kannst gerne mal gucken. Ha, voll erschrocken. Ja, ein Standlicht geht schon mal nicht. Standlicht Beifahrerseite. Ja, Abblendlicht gehen beide. Fernlicht geht auch. Nebel geht. Kennzeichenleuchte vorne geht nicht. Blinker geht. Ja, der Blinker geht auch. Aber wir haben noch ein Problem. Nicht nur, dass das Standlicht nicht funktioniert, sondern die Scheinwerfer an sich, die sind schon so richtig blind geworden. Da gibt es aber was gegen. Das müssen wir mal später gucken. Die müssen auf jeden Fall mal aufpoliert werden. Die Lichtstreuung wird beeinträchtigt und man kriegt einfach nicht mehr die Helligkeit auf die Straße, wenn man hier schon so einen Belag hat. Und noch was ist mir aufgefallen. Als du gerade geblinkt hast, Blinkleuchte am Spiegel ist kaputt. So, wie gehen wir weiter vor? Erstmal würde ich sagen, zählen wir auf. Was haben wir bisher? Lichtcheck gemacht. Was war kaputt? Wenn ich mir jetzt noch das Auto so angucke, sieht es aus, als... Ach, hier. Standlicht vorne rechts. Hans-Josef, Standlicht vorne rechts. Leuchtmittel neu. Ja, ja. Standlicht vorne rechts. Ja, hab ich drauf. Danke. Und Kennzeichenbeleuchtung wollten wir neu machen, weil die war schon so dunkel. Die Leuchtmittel kosten nichts. Machen wir auch neu. 2 Kennzeichenbeleuchtungsleuchtmittel. Oha! Ja, wir müssen noch einen Stift hier besorgen können. Hör mal, schweres Wort, aber ist drauf. Danke, danke. Gut, weiter geht's. Was machen wir jetzt? Hochheben? Die Blinkerleuchte. Müssen auch noch aufschalten. Ah, ja, ruf schnell. Josef? Ja. Blinker rechts. Wusste ich doch. Alles klar, weiter. So, Haube auf. Yes! So Leute, macht euch auf was gefasst. Darauf hat die Welt gewartet. Mercedes CLK. Oh, und was sehen wir da direkt? OM612 Motor, 5-Zylinder CDI mit 2,7 Liter Hubraum. Ja, was macht man hier bei dem Hauptuntersuchungsvorabcheck? Eigentlich nur mal eine grobe Sichtprüfung, weil so viel ist hier gar nicht relevant. Wir können uns die Dome ein bisschen angucken. Bremsflüssigkeitsstand, weil den macht man ja auch in der Regel alle 2 Jahre, könnte man mit der Hauptuntersuchung zusammenlegen. Dann hat man das so quasi auf ein Datum, braucht man nicht immer wieder in die Werkstatt fahren. Ja, aber sonst, wenn ich TÜV-Prüfer wäre, wo? Dann einer von den Leuten halt. Wäre jetzt das Thema also für mich hier vorne erledigt. Was wir auf jeden Fall checken können, verliert der Motor Öl. Das ist nämlich ein relevanter Fehler. Wegen Umweltschutz, ihr wisst alle Bescheid, ein Tropfen Öl verseucht, glaube ich, 600 Liter Grundwasser. Sieht aber hier alles soweit top aus. Ja, sieht's wirklich also. Okay, nächster Schritt, Auto aufbocken, einmal von unten durchgucken. Auto haben wir hochgehoben, da springt uns auch schon wieder was ins Auge. Das haben wir eben schon gesehen, haben wir vergessen aufzuschreiben. Kann passieren, darf aber nicht. Also Scheinwerfer sind blind, hier ist so richtig Belag drauf, mitgenommen von der Straße. Ja, ihr kennt das selber, ihr kommt ja alle aus dem Ghetto. Heinrich, Scheinwerfer vorne blind. Wusste ich schon. Ist notiert. So, weiter geht's. Wollen wir einfach mal zusammen gucken? Also hier, mein Sohn, haben wir die Bremsscheibe. Hier ein inbelüftetes Exemplar mit der größten Kante, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ja, die Bremsbeläge müssen auch mal neu. Ja, dann genau. Stoßdämpfer, ob wir dichtes prüfen. Ja. Feder, ob sie gebrochen ist. Da fühlt man immer die glatten Enden, die sind hier aber noch vorhanden. Genau, einfach mit der Hand so ein bisschen die Form nachgehen, falls man das Ende nicht sieht. Dann Reifen, ganz großes Thema. Diese Reifen sehen ziemlich scheiße aus. Ihr seht hier, wie porös die sind. Das ist gefährlich. Irgendwann hält das Material nämlich nicht mehr und dann kommen hier irgendwann so Blasen
Reifen raus oder der Reifen platzt. Empfehlung ist ja immer nach 6 Jahren wechseln. Würdest du mal wackeln wegen Radlagerspiel etc. pip. Oh, Alter. Seht ihr das? Während jetzt mein Kollege hier wackelt, gehe ich unters Auto und gucke. Ich würde sagen, es kommt hier eindeutig aus der Spurstange. Aber nicht wie so üblich der Spurstangenkopf, der sich hier vorne befindet. Der ist hier, hat kein Spiel. Aber hier, wo die Spurstange ans Lenkgetriebe geschraubt ist, da ist auch noch mal so ein kleines Lager mit einer großen Mutter. Da wird sich das Spiel entwickelt haben und die muss auf jeden Fall neu. So, was sagt die Bremse? Da können wir hier sehen, die Kante. Die ist zwar minimal vorhanden, das ist soweit aber alles normal und okay. Der Belag, der hat so... Ja, 5-6 mm noch ist auf jeden Fall soweit in Ordnung. Der Reifen hier hinten vom Profil ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber auch porös. Wenn ihr hier wieder reinguckt, sieht man wieder, wie porös der Reifen schon ist. Also da würde ich auch nicht mehr lange mit rumfahren. Dann Dämpfer, sieht soweit trocken aus. Super fest. Das normale Geräusch von der Bremse. Ja. Schauen wir mal hier direkt. Auch kein Spiel vorhanden. So, Reifen vom Profil genauso, ist noch fahrbar. Das Problem ist halt, dass er sehr porös ist. Sollte ausgetauscht werden. Stoßdämpfer sieht so weit trocken aus. Gucken wir uns das Rad gerade noch an. Willst du mal wackeln? Also die Seite ist nicht. Die ist gut. Stoßdämpfer sieht auch noch dicht aus. Federn. Ja, ist auch die glatten Enden noch vorhanden. Ist nicht gebrochen. Wir lassen das Auto jetzt ganz hoch, aber vorher wollen wir noch mal aufschreiben, was wir gefunden haben. Natürlich. Jens, Spurstange links. Oh. Jo. Okay, super. Was hatten wir noch? Reifen rundherum. Ja, ja, hinten ist auch noch machen, weil sie porös waren. Also ansonsten ja, vom Profil her ging es eigentlich, ja. Harald, 4 Reifen. Reifen. Nö, haben wir nicht im Sortiment. Also, lassen wir das Auto hoch. Also, Leute, Auto ist komplett oben. Wir haben die ganzen Spiele ja schon geprüft. Also jetzt gucken wir, würde ich sagen, Bremsschläuche, ob die porös sind. Von unten die ganzen Verkleidungen, ob die richtig befestigt sind. Die hinteren Federn. Achsen. Und den Rest, den finden wir jetzt auf dem Weg raus. Na komm, wir legen mal los. Der Sam, der hat hier schon direkt alles ausgefüllt. Wie sieht's aus? Also hier die Manschetten können wir uns angucken von den Spurstangen. Die sehen aber wirklich richtig gut aus. Dann einmal unter die Verkleidung gucken, Motor, Getriebe, ob da irgendwie Öl durchscheint. Im nächsten Schritt können wir uns einmal den Auspuff angucken. Einmal so ein bisschen... Vorhauen, ob irgendwas rasselt, ist soweit aber gut. Dann können wir gucken, haben wir Undichtigkeiten irgendwie an den Schraubverbindungen, an den Schellen oder so ähnlich. So, hier die Achsmanschetten können wir uns natürlich hier von den Antriebswellen angucken. Die sind auch noch beide dicht. Hier die hinteren Federn wieder, ob die Enden noch glatt abgeschnitten sind. Sieht aber auch sehr gut aus. Also hier die Bremsschläuche mal so kurz einknicken und gucken. Die sehen ja aber noch gut aus. Wie sieht es bei dir aus, der Bremsschlauch? Hier soweit auch alles top. Ja, das war's mit der Durchsicht schon fast, würde ich sagen. Was man jetzt noch machen kann, Federspeicher auslesen und natürlich die Sachen neu, die wir schon gefunden haben. Brauchen wir gar nichts aufschreiben von hier unten. Also, Auto wieder runter und dann geht's an die Arbeit. Zu guter Letzt natürlich hier noch eben Age of Empires 2. Nein, wir müssen hier noch Federspeicher auslesen. Ist nicht zu vergessen, wir haben hier drin Glühkerze, Zylinder 1 und 5. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch aufschreiben. Genau, lass uns mal kurz zur Tafel rüber. Da ist nämlich die Liste schon zusammengekommen. Standlicht vorne rechts, Kennzeichen leuchten beide. Hinten waren viel zu dunkel. Blinkerleuchte rechts, defekt. Scheinwerfer vorne blind, außerdem Spurstange vorne links ausgeschlagen. Der Kunde hätte gerne noch eine neue Batterie, weil die ab und zu schlapp macht, muss er überbrücken, will er nicht mehr, also bauen wir da noch eine neue rein. Glüh, Stift, Kerzen haben wir ja gelernt, dass es heißt, die Folge ist da oben verlinkt, falls ihr nochmal Bock drauf habt. Die kommen auch neu und so gut habe ich gerade noch bemerkt, die Scheibenwischer sind auch verschlissen, die machen wir auch noch neu. Ich würde sagen, wir gehen gerade rüber ins Lager, holen die Teile und dann geht's weiter. Bis gleich. Ja, wir haben auf jeden Fall alle Teile auf dem Lager bekommen. Sind jetzt quasi ready to rock, sagt man das so? Keine Ahnung. Ready to rumble. Ready to rumble. Ja, wir haben viele coole Sachen, aber das hier finde ich eigentlich am geilsten. Ich mach's mal direkt auf. Das wollte ich auch schon mal ausprobieren, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann machen wir die Lampen auch gleich rein, damit man den Effekt besser sieht. Mega aufgeregt. Und natürlich die Blinkerleuchte. Zack. Also, Schritt 1 natürlich erstmal das Ganze richtig reinigen. Schritt Nummer 2, wir schnappen uns hier die Schleifblüten und den Schleifbock. Davon kleben wir eine hier drauf. Dann müssen wir das Ganze anfeuchten mit Wasser, das sogenannte Nassschleifverfahren. Und werden dann anfangen, den Scheinwerfer erstmal abzuschleifen, damit wir erstmal das Ganze, was hier so rau ist, Grümpel runter haben. Das ganze Grümpel runter ist. Genau. Ja dann, let's go. So muss das. Einfach anfangen, immer darauf achten, dass das schön nass bleibt beim Schleifen. Und so lange, bis das alles sehr schön glatt anfühlt. Der nächste Schritt ist jetzt was Polieren. Wir müssen das alles hier wieder glatt machen, weil das wir gerade runtergeschliffen. Das macht man hier mit diesem Polierschwamm. Genug Politurpaste und ja, ab geht's. Auf euch warten wieder tolle Bilder. Viel Spaß, lehnt euch zurück und genießt. Yeah.
Numero 4. Der jetzige Schritt nennt sich versiegeln. Wir haben das Ganze jetzt, wie gesagt, erst geschliffen, dann poliert. Damit der Scheinwerfer jetzt geschützt bleibt, muss da wieder eine Versiegelung drauf, sonst wird er von den Witterungen und so weiter direkt wieder angegriffen. Dann sieht er in anderthalb Tagen wieder aus wie vorher. Das massiert der Sam gerade mit einer außerordentlichen Leichtigkeit und Präzision, die er hier anwendet, mit gleichbleibendem Druck im Fingerspitzengefühl hier ein. Und wir hoffen, dass wir uns dann von einem perfekten Ergebnis gleich überraschen können. Russenhocke, brilliert. Ja, Scheinwerfer sieht soweit wieder top aus. Mit dem Verfahren hat es echt gut funktioniert. Der Kunde wollte das Ganze preiswertig haben. Es gibt natürlich noch andere Lösungen. Und ich denke, das Verfahren können wir nochmal verfeinern. Moment, wir zeigen euch erstmal Vorher-Nachher-Bild, damit ihr einmal den Vergleich habt, in wie viel das besser geworden ist. Also der Scheinwerfer ist wieder deutlich klarer. Die ganze Vergilbung ist auf jeden Fall raus. Hauptuntersuchung sollte auf jeden Fall kein Problem mehr dafür sein. Dafür ist es auf jeden Fall perfekt ausreichend. Wenn wir das Verfahren noch ein bisschen verfeinern wollen, dann würde ich noch mal ein bisschen anderes Schleifpapier nehmen, als nur das, was beiliegt. Dabei war jetzt 5000, ne? 5000er, genau. Wenn wir jetzt beispielsweise mit 500er anfangen, dann können wir quasi im Kreuzschliff mit immer feiner werdendem Schleifpapier die feinen Steinschläge noch rausbekommen. Die groben kriegt man halt nicht mehr so gut raus. Da muss zur Not ein neuer Scheinwerfer her, aber das ist soweit in Ordnung. Damit würden wir halt das Ergebnis noch ein bisschen verfeinern können. Wer natürlich ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte dafür, aber sich keinen neuen Scheinwerfer kaufen will, der kann auch noch ein anderes Verfahren benutzen, was ich kenne. Da wird hier wirklich die oberste Schicht richtig abgetragen mit mehreren Schleifvarianten, so wie der Sam das auch erzählt hat. Und dann kommt wirklich mit der Lackierpistole ein spezieller Klarlack, der für Scheinwerfer geeignet ist, da wieder drauf, um diese Schicht super glatt herzustellen. Da sieht der Scheinwerfer wirklich aus wie neu, ist optimal geschützt. Aber wie gesagt, es ist etwas teurer. Aber wir wollen das hier auch nicht schlecht reden, weil für das Geld macht es wirklich einen super Job. Der Scheinwerfer sieht im Gegensatz zu vorher wieder super aus und es funktioniert auch einwandfrei. Ja. Auf jeden Fall. So, wir waren natürlich nicht nur am Scheinwerfer vorbei. Wir haben die Lampe hier auch noch gewechselt, die war ausgefallen. Standlicht, genau. Und außerdem den Spiegelblinker hier noch erneuert. Oh, der sieht jetzt so schön aus. Alles wieder heile. Super geil. Willst du mal eben reingehen und wieder durchschalten? Klar. Blinker, Licht. Einmal das Standlicht. Also, Standlicht funktioniert wunderbar. Mach mal den Blinker an. Bellissimo, perfekto. Kannst wieder rauskommen. Also, ja. Es wird. Da freut er sich. Es wird draußen schon wieder dunkel. Wir machen heute erstmal Feierabend. Wir können nicht die ganze Nacht auch noch durcharbeiten. Hier haben wir unseren schönen Wagen und ihr könnt schon sehen, von welcher Marke das hier alles ist. Was deutet darauf hin? Ja, richtig. Das passiert alles am Freitag in einer Folge Update. Also, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen, was euch gefallen hat. Es hat irgendwas Interessantes für euch gegeben. Also, ich fand es mega interessant. Du natürlich auch. Wir müssen uns hier so ein bisschen selber unterstützen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert. Ja, und alle auf den Button drücken. Jetzt, warte mal, jetzt drücken. Dankeschön. Wenn ihr Bock habt, Kommi da lassen, egal ob ihr eine Frage habt, eine Anregung, irgendwas, schreibt uns das, wir freuen uns und schreibt uns einfach, wie es euch geht. Mama, bist du, dass ich da mein Video guckt? Oh. Ja, schöne Grüße nach Hause. Ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter, das war's von uns. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Und du auch? Wir gehen was essen. Macht's gut, Leute. Ciao.